ist übrigens der Ingo aus Altborg, Ingo Kaplik. Ingo, du wirst heute den Marcel noch ein bisschen mit Bratwurst und Bier hier unterstützen im Verkauf. Und ich habe sogar gehört, du wirst einen Teil deines Gewinns heute sogar mit nach Gambia geben. Jawohl, so ist es. Du bist sehr löblich von dir, muss ich mal sagen. Ja, kein Problem. So, machen wir doch gerne. Heute winken wir nur hier am Bockheide. Hm? Ja, naja, und dann fängt die Karre auch an. Läuft. Yes, sir. Ihr habt es ja nun selber mitgekriegt schon. Marcel, im Namen des Hokkaido Sport Vereins wünschen wir dir, deinem Team, alles Gute, gute Fahrt, gesund, unfallfrei, Rückkehr. Und als kleine Geste würden wir dir einen Ball mitgeben, unaufgepumpt, wegen dem Platzverhältnissen, genau, wir wissen das ja. Und wie gesagt, kommt gut hin, kommt gut zurück, unfallfrei, alles Gute wünschen wir dir. Dankeschön. Oh, schön. Voll abgeblitzt. Ja, also ich denke mal, ich werde jetzt erstmal sehen, wie das ist an sich. Und ja, die Idee ist schon, vielleicht in zwei oder drei Jahren würde ich vielleicht mal ein Feuerwehrauto wiederholen. Ja, guck mal, wo ist es? Ja, gut. Ich hatte mal ein kleines Präsent von Borgheide hier mit, da war ein schicker Beutel, den Rucksack hier von Borgheide. Schön. Und am Ende des Tages noch zum Wärmen oder auch nicht zum Wärmen. Die sind limitiert, gibt es nur 100 Stück von. Kannst du dann dort überreichen und für dich natürlich auch selber nutzen. Und wichtig ist vor allen Dingen gesund wieder nach Hause zu kommen. Denk an deine. Ja, super, Marcel. Sag mal, hast du eigentlich ein Navi an Bord? Aber wir haben so viel vorbereitet, noch höher gelegt, Unterfahrschutz untergebaut und verstärkte Federn. Ja, das können wir sehen. Ja, du hast aber noch eine Menge Spenden mitzunehmen, wie man hier sieht und wie du natürlich das Auto auch schon vollgepackt hast. Und wir haben natürlich auch hier eine Menge Leute, die dich hier verabschieden, die das total spannend finden, was du machst. Wie gesagt, bist du eigentlich auf die Idee gekommen, mit so einer Karre da bis nach Afrika zu fahren? Eigentlich ist es vor ein paar Jahren gewesen. Da hat ein Freund von mir mal eine ähnliche Rallye gemacht, ging allerdings in Richtung Türkei. Und ja, da fand ich es ziemlich spannend. Und hab irgendwann mal mit einem Kumpel drüber gequatscht, wenn wir so was mal machen. Und ja, und dann ist der Gedanke geboren und wurde immer mehr verfestigt. Und dann hat meine liebe Frau mir zu meinem Geburtstag, zu meinem 40. mit Freunden zusammen, haben sie mir dann die ganze Sache ermöglicht, haben die Anmeldung fertig gemacht, haben gesammelt, weil wir haben ja eine Startgebühr, die da errichtet werden muss. Dafür haben sie gesammelt und ja, und dann wurde es langsam immer ernster. Und die haben natürlich beim Chef auch Urlaub eingereicht, ne? Ja, hast du Urlaub bekommen? Ja, ich habe mir Urlaub genommen. Du hast schon Urlaub genommen. Das ist ja nicht jedem vergönnt, ne? Man muss ja, wenn man so eine Abenteuer macht, doch schon ein bisschen eine Weile unterwegs, auch Zeit haben, beziehungsweise verständige Chefs. Deine Firma hat so lange zu, haben die auch alle Urlaub? Nee, ich habe glücklicherweise ein sehr gutes Team, die auch... ja, ich denke mal, in der Zeit, wo ich nicht da bin, mich gut ersetzen bzw. in meinem Sinne den Laden schmeißen. Also ich habe da wenig Bedenken, das wird laufen. Das würde mir schon ein bisschen Angst machen, die brauchen dich nicht mehr, wenn du zurückkommst. Kann natürlich passieren. Dann wiederum hat er natürlich mehr Freizeit und kann sich viel mehr dagegen rumtreiben, ne, wenn er alles geklappt hat. Ja, und die Firma ist natürlich FDM, Feuerwehrservice, Feuerwehrtechnik reparierst du, Leitern und alles sowas, was hier für die Freiwilligen und auch Berufsfeuerwehren ist. Ne? Da gibt es nicht so viele Firmen von, oder? Nee, also es gibt, was wir machen in Altborg, sag ich mal, ist glaube ich sogar in der Bandbreite, die wir betreiben, weiß ich gar nicht, ob jetzt sowas nochmal umgeht. Also in Sachen Drehleitern gibt es noch eine freie Firma deutschlandweit, ansonsten herstellergebundene. Also man kann sich vorstellen, wir sind eine freie Werkstatt für Feuerwehrtechnik und ansonsten betreuen wir die sämtliche Technik, Rettungstechnik, Pumpen und so weiter und so fort. Und die Bandbreite, die wir haben, gibt es wahrscheinlich nicht nochmal so. Ja, und wie wichtig diese Technik ist, also dass er auch repariert wird, haben wir ja dieses Jahr erlebt bei den vielen Waldbränden, die hier in Borgheide, nicht in Borgheide, hier im Umland waren, dass wir dann auch natürlich Firmen brauchen, die
limitierte Technik wieder auf Vordermann bringen. Ja, super Sache, finde ich. So kann man natürlich Abenteuer mit einer guten Sache verbinden. Sag mal, ist eigentlich dein Partner hier, dein Co-Pilot hier, der Franz, wo ist der denn überhaupt, sag mal? Ja, Franz, der ist leider nicht da. Der hat noch zu Hause so viel Vorbereitung zu treffen, weil der arbeitsmäßig so angespannt war, der muss auch morgen noch arbeiten. Deswegen fahre ich morgen erstmal alleine nach Dresden und wir treffen uns dann in Hohenstein. Ja, deswegen hat er gesagt, er würde gerne, aber vielleicht schafft er doch noch herzukommen, aber bis jetzt sieht es erstmal schlecht aus. Ich habe so ein bisschen mit dem Arbeiten. Er ist aber nicht selbstständig, ne? Der ist selbstständig. Der ist auch selbstständig. Ja, der ist Industriekletterer und ja, unsere Freunde, die Windmühlen, die werden von ihm begutachtet. Ob da irgendwelche Schäden dran sind, sollte man auch okay. Okay, das ist ja interessant, aber der hat ja in der Wüste nichts zum Klettern, ne? Naja, keine Ahnung, eine Sanddüne. Okay, gut, Marcel, wir wollen dich nicht weiter belästigen, wir wollen noch ein Bierchen zusammen trinken und noch ein bisschen reden. Kannst du mit den Leuten noch ein bisschen fachsampeln, dein Auto erklären, ist denn das jetzt schon beklebt oder geht jetzt noch ein los? Ich denke, das wird jetzt demnächst und mein Freund Chino, der wird demnächst die Sponsoren aufnehmen. Ja. Ach, da ist er jetzt. Komm her, Chino. Du hast jetzt noch eine Aufgabe, du willst das Auto noch richtig verschönern, ja? Ja, was heißt verschönern? Wir haben jetzt Aufkleber von den ganzen Sponsoren produzieren lassen und die kommen jetzt rauf. Und dass die Medien dieses Auto mit diesen schönen Logos dann natürlich auf sich üben. Ja, super, du hast doch einen Aufkleber von uns, oder? Von Bockheide News TV, habe ich gehört. Ja, selbstverständlich. Das heißt, Bockheide News TV fährt mit nach Banjo. Das finde ich total cool und das brauche ich noch ein Abschiedsfoto davon, wenn du dann da unten bist. Du wirst uns ja mit Material versorgen, soweit als möglich. Internet habt ihr ja nicht überall. Und man kann dich bei B2B Racing, bei Facebook weiterverfolgen, bis du da bist und wieder zu Hause bist. Und dann machen wir nochmal eine Sondersendung. Und für alle, die natürlich, die gibt es ja auch, die kein Facebook haben, darf man nicht vergessen. Wir haben ja auch eine eigene Internetseite, die heißt mediengruppe-borkheide.de. Und auf dieser Seite stellen wir jeden Montagabend ein neues Video ein. Und auch in diesen Videos werden natürlich Filmschnipsel von der Tour zu sehen sein. Die werden wir da natürlich exklusiv und jeden Montagabend hier in Borkheide auf unserer YouTube-Plattform präsentieren. Erreichbar über die Seite mediengruppe-borkheide.de. Dass sie mir ermöglicht hat und mir die Stange hält, meine Freunde, die halt uns unterstützen, an alle Sponsoren, die der Lutze ja schon vorgelesen hat. Ja, und dann fahren wir von Borkheide nach Gambia. Ja, nochmal viel Spaß. Hol dir keine Platten. Hast du genug Ersatzräder mit? Also wir haben ein Ersatzrad bei. Allerdings haben wir auch Reifenflickzeug bei, um halt schnell mal eine Notreparatur durchführen zu können. Ja, da hat die Firma Berner gesponsert. Guten Appetit!